Spielstart. Siebte Minute, überragende Vorarbeit des Neueinkaufs El Jero. Elia und Paulo Guerrero macht den zweiten Versuch rein. Fantastisch vorbereitet auf Linksaußen von El Jero. Elia, der wie schon gegen den BVB am Samstag groß aufzog. Torwartfehler von Trevisan und dann Guerrero. EA Guingamp, der französische Pokalsieger. Eine echte Sensationsmannschaft. Sie schafften den Pokalerfolg als Zweitligist. Eine machbare Aufgabe. Eine absolut machbare. Die Franzosen wirkten heillos überfordert gegen einen wie aufgezogen operierenden HSV. Mladen Petric. In der 11. Minute war die Sache eigentlich schon entschieden. Schon bemerkenswert, wie gut das Spiel der Hamburger funktioniert. Se Roberto zieht wie hier im Mittelfeld die Fäden. Guerrero auf Petric. Die Stürmer wirken frisch, dynamisch und selbstbewusst. Und es gab kein Hängenlassen. Die Hamburger drückten weiter gegen überforderte Franzosen. Guerrero auf Petric. Wie beim zweiten, so beim dritten. Zum ersten Mal Pfiffe aus dem Publikum. So hatte sich EA Guingamp die Rückkehr auf das internationale Parkett nach 13 Jahren nicht vorgestellt. Die Sache war schon früh entschieden. Und wir gehen in die zweite Hälfte. Markus Bergwage kommen für Guerrero und auch dieser Stürmer trifft. Ähnlich wie am Samstag beim 4:1 gegen Borussia Dortmund. Dort brauchte er 3 Minuten nach Einwechslung zum Tor. Hier waren es 5. Also 0:4 in der 51. Minute. Markus Berg, der nach Trainingsrückstand jetzt immer besser in Fahrt kommt und bald wohl auch ein Thema ist für die Startelf des HSV. Danach ließen es die Hamburger natürlich etwas ruhiger angehen. Am Sonntag müssen sie nach Wolfsburg. Kräfteschonen war also angesagt. Nur noch selten ganz zügige, entschlossene Angriffe. Aber wenn sie wollten, dann ging auch was. 0:5, Mladen Petric. Überragender Mann auf dem Platz mit 3 Treffern. Der wunderschöne Pass kam von Piotr Truchowski und Petric eisekalt an diesem Abend in Guingamp. Aber dem sympathischen kleinen Verein aus der Bretagne war zumindest das Ehrentor gegönnt. Bitterer Moment für Wolfgang Hiesel, der den verletzten Frank Rost vertrat. Eigentor des HSV-Keepers. Muss man so werten, denn die Flanke von Deroff hätte alleine nie den Weg ins Hamburger Tor gefunden. Das Bein des Keepers noch dazwischen, aber machte alles nichts. Die Hamburger haben jetzt schon alles klar gemacht, dürfen für die Gruppenphase planen. 5:1 Erfolg in Guingamp.